habe auch wirklich den Überblick verloren, wo wir hier sind. Warte. Gut, du auch. Achso, nee, doch, hier, durch die Tür wieder durch. Wie du geöffnet hast. Ach ja, warum so. Sind wir denn überhaupt zurück? Ich dachte, da gab es noch einen anderen Weg. Offenbar nicht. So, jetzt können wir den Fahrstuhl wieder benutzen. Und alles kaputt. Motherfucker, burn! Ja. Ich würde dich gerne exekutieren, aber darf ich scheinbar nicht. Aber irgendwie kann ich gar nichts mehr aufnehmen. Kannst du noch irgendwas aufnehmen? Wie aufnehmen? Hallo? Ich kann nicht mehr, also F bringt bei mir gerade nichts. Okay. Es kann sein, weil du die ganze Zeit noch schießt. Dann kann ich auch nicht. Ich wollte ihn aber auch exekutieren. Hm. Ah, Mensch. Du bist so still. Ich hab gar nicht gedrückt. Vielleicht habe ich nur nichts zu sagen. Du hast etwas im Haupt gefunden. Das sind Dinge. Dinge von früher. Als die Welt noch Sinn ergab. Du musst die Vergangenheit auslöschen. Denk an deine Pflicht. Fühlst du überhaupt noch irgendetwas? Strife. Du bist abgelenkt. Reiß dich zusammen. Und dann weiter. Du hast recht. Keine Ablenkungen mehr. Sehr gut. Oh. Easy. Aua. Scheiße. Ja, super. Rette mich. Oh, es geht sogar. Ich bin ein Lava-Maschinengewehr! Krass. Au. Und jetzt bin ich ein Flammenwerfer! Alter, was du alles bist! Ich bin alles. Das ist krass. Ey, die Kleinen können sich ja schenken mittlerweile hier. Echt mal, bringt nur noch die Großen mit dem vielen Leben. Am besten 20 Stück auf einmal. Der Blitz ist halt eh einfach am geilsten. Hi. Wer bist du denn? Was willst du jetzt hier? Eine hässliche Kackfresse. Du bist die Kacke in meiner Buchse, Junge. Da freut er sich bestimmt. Ey, lass mich dich anfeuern. Go, Dämon! Aua! Er mochte meinen Schilepo. Aua, jetzt hör doch mal auf! Heute ist auch jeder ein Kritiker. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Der ist hier auf der anderen Seite. Alter, ey, guck ihm an, wie viel Damage ich ihm drücke. Mindestens ein.
Ah, hier. Kriegst Keule in die Fresse. Ich glaube, ich hätte ihn so nicht umgebracht. Meinst du? Ich hätte ihn wahrscheinlich einfach so mit der Pistole auf den Kopf gehauen oder so. Ja, kann sein. Komm jetzt! Öffne die Gewölbetür. Guck mal, Mass Effect ist es ja auch noch. Alles, aber nur Andromeda. Hä? Aber war so, das... Warte mal. Ich warte, war das nicht einfach nur irgendeine Tür? Wo wir durchgegangen sind irgendwann mal? Was meinst du? Also, wir sind doch irgendwo mal durch eine Tür gegangen und dann sind wir auf einmal hier gelandet. Alter, keiner weiß, wo wir hier sind. Verrückt. Also ich meine, die Story ist immer noch nachvollziehbarer als die von Borderlands, aber... Ich habe leider nichts, was ich hier irgendwie aktivieren kann. Schade. Ja, bin ja schon da. Chill. Nee. Jetzt sind wir nämlich im inneren Gewölbe und ist immer noch kein Boss hier. Hatten wir schon zwei, drei Bosse. Ja, ich meine der Mammon. Achso, du willst einen echten Boss haben, klar. Komm raus, ja. Du gieriger kleiner Bastard. Diese Artefakte, die sind aus Eden. Wo hat Mammon die her? Von Lucifer. Von wem sonst? Aber Eden wurde versiegelt, als wir es verließen. Ja, wurde es. Tja, das scheint eine Art Kartenrune zu sein. Vielleicht verrät jetzt sie ist er noch nicht mal hier. Mammon hin ist. Er hat Angst. Wulgrim könnte sie bestimmt entschlüsseln. Ich hasse es, wie nützlich er ist. Wie? Kapitel Mammon 5 abgeschlossen. Die Reiter haben unter Mammons Habseligkeiten eine seltsame Rune entdeckt und kehren zur Leere zurück. Ja. Okay. Na dann. Wie viele Seelen haben wir hier rausgenommen? 11.000? Oh, zwei, drei waren's. Zwei, drei waren's auf jeden Fall. Hier gibt's auch nichts Neues. Klar. Seht euch nur um. 15.000. Mit genug Seelen kann ich vielleicht meine Freiheit kaufen. Ich darf doch träumen. Ich kaufe mir doch alles, was ich hab. Ja, hab ich auch gemacht. Ja. Hä, wer? Oh, wir gehen in einem riesigen Radioschaden zu und wirft die zurück. Volle Synergieanzeige benötigt zum Aktivieren. Kurz ja, V halten. Wow, das ist ganz cool. Das habe ich auch gerade gemacht, als ich mich so im Kreis gedreht habe. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Achso, füllt sich auf oder was? Ja, ja, immer mit der. Also, es ist, glaube ich, wenn du zu Boden gehst, dann geht das weg. Na toll. Aber wenn ich aber die Anzeigen nicht sehe, ist das doof. Ja. Sehe ich auch so. Also, ich rede mit ihm. Ich rede mit ihm auch. Gerissener Teufel. In seinem Hort waren gestohlene Relikte aus Eden. Irgendwie hat Lucifer einen Weg hineingefunden. Das ist beunruhigend. Wie ihr wisst, wurde Eden nach der Nephilim-Invasion versiegelt. Mächtige Artefakte liegen in der Asche. Doch sie waren unerreichbar und sicher. Vielleicht ist das vorbei. Das muss ich mir näher ansehen. Wenn Lucifer einen Weg nach Eden gefunden hat, wird das allsehende Auge ihm zeigen. Wir fanden diese Karte. Ergibt das Gekritzel einen Sinn für dich? Interessant. Offenbar besitzt Mama noch ein Gewölbe, größer und noch besser verborgen. Toll. Dieses Gekritzel. Das war ja nicht schon kompliziert genug. Wir werden die Wahrheit aus Mammon herausquetschen. Und ich dachte, er war schon fertig. Doch euer Potenzial geht noch weiter. Viel weiter. Also das Relevante war zerquetschen. Oh, eine Motivationsrede. Moment, ich hol mir etwas zu trinken. Der Rat verlieh euch Macht, doch mit Einschränkungen. Diese kann ich zum Teil aufheben. Aber sicher spürt ihr das auch selbst. Jetzt kriegst du bestimmt deine Form. Das war voll geil. Müsstest auch so eine Form haben. Vergangenheit bindet euch und eure Schuld.
Das verschafft dem Rat ein Mittel, um euch zu bremsen. Das zu unterdrücken, was in euch ist. Das Chaos. Den inneren Aufruhr. Die Chaosgestalt. Das mit der Rede war übrigens ein Witz. Geil. Was hast du getan? Ihr spürt Schmerz. Doch ich habe ihn nicht bewirkt. Rechtfertige dich. Ich habe nur die Tür zu eurem inneren Konflikt geöffnet. Eurem Hass, eurer Wut, eurer Kraft. Ihr spürt sie und könnt sie dadurch richtig nutzen. Wie? Das werdet ihr bald sehen. Wenn euer Zorn wächst, könnt ihr jetzt euer Potenzial ausschöpfen. Und das ist nötig, um Mammon und die anderen Meister zu besiegen. Verdammt! Wieso verspüre ich plötzlich den Drang, alles und jeden zu töten? Der Rat wird bestimmt sehr erfreut sein. Ja, tschüss. Hey, wo ist er denn jetzt hin, der Penner? Okay. Die Form ist unverwundbar und sorgt für mehr Zerstörung. Wow, ja. Habe ich wohl nicht C. Chaos-Anzeige. Drücke bei von der Chaos-Gestalt. Jetzt konnte ich die Story noch nicht mal irgendwas machen. Hieb-Peitsche Gatling-Verzweiflung hast du. Ja. Hieb-Überkopfschlag und Tobsucht. Ich hab die ganze Ewigkeit. Ach, halt deine Fresse. Nur das Beste für euch, Jungs. Sie sollen mich nicht volllabern, die blöde Sau. Die Reiter kehren zurück. Ich wollte mal eben gucken, was er noch so zu verkaufen hat. Weil ich dachte, vielleicht hat der Typ jetzt. Ich weiß nicht, ob der was hat. Weil wo ist Wulgrim? Er ist eigentlich hin. Er ist wieder unten. Seelen oder Münzen? Beides hoffe ich. Oh. Zorninfusion ist gut. Was ist das denn hier unten? Paket Feuer und Eis. Der hat nichts, was wir noch nicht haben, ne? Was meinst du mit den Kernen? Ja. Ich glaube, du musst die Kerne kaufen, um sie einsetzen zu können. Der Hundemeister. Hä? Ich habe mir so ein Paket gekauft, da war der Hundemeister drin. Lasst uns handeln. Ach, da sind auch nur noch, also die normalen Dinger drin. So wenige Krank. Das Tränke füllen eine Zorneinheit auf. Das habe ich mir geholt. Fand ich recht nützlich. Dafür benutze ich die, glaube ich, zu wenig. Ach, so ein Kack. Jetzt habe ich mir so eine Beutels geholt und nichts passiert hier, oder was? So, wäre ich erstmal böse. Münzen sind überall. Haltet die Augen Krieg, auf. Entspann dich. Oh, das ist schon gut. Immer wenn du hungrig bist. Nimm ein Snickers. Drei Türen geöffnet. Schon noch ein paar Trickschlüssel. Hol doch mal noch ein paar Trickschlüssel. Ich habe zwei gekauft. Mehr geht nicht. Wow. Oh, aber ich habe dadurch eine Quest abgeschlossen. Echt? Ja, neun Schlüssel sammeln. Ich konnte mir nur noch einen kaufen. Was war da drunter? Haben wir nicht mehr als neun? Offenbar nicht. So, jetzt habe ich auch absolut kein Geld mehr. Ich auch nicht. Jetzt hast du aber noch eine Quest abgeschlossen. Ja. Scheiße. Scheiße. Wie viele Dinger sind da jetzt am Leuchten? Drei. Sri. Ja. Kannst sogar bis drei zählen. Ich glaube. Das nächste Ding, da kann man nichts sammeln. Okay. Crazy. Aber also, da ist wohl der Boss. Gehst du direkt rein, das ist ja. Ah, ist bestimmt eine richtige Truhe.
Oh. Bier und die hat er noch hinter Erdbeeren. Ach, ich hasse dich. Mammons. Mammon! Kammer. Chaosanzeige ist jetzt halt leer. Doof. Lucifer hat mir Sicherheit versprochen. Er sagte, er beschützt mich. Hat er gesagt? Hat er gesagt? Wir sind die Vollstrecker des Rechts. Glaubst du kannst uns kaufen mit diesen wertlosen... Oh. Okay, hättest mich fast. Oder warte! Wir hätten ihn befragen können. Oh, stimmt. Hey, sieh mal, er lebt. Zufrieden? Er hat es versprochen. Ah ja. Oh, das sieht sehr schön aus mit dem Gold. Endlich ein echter Kampf. Oh Gott! Wie werde ich das? Das Kleid. Oh. Zorn aufhöhlen. Wie denn? Angriffe. Ich glaube, der stirbt vorher. Ich glaube auch. Ich weiß nicht, ich glaube, die muss nicht komplett voll sein. Du kannst die, glaube ich, immer aktivieren. Euer Tod steht auf diesen Seiten geschrieben. Hä? Hier ist ein Buch. Ich wusste schon immer, dass Bücher böse sind. Hast du da auch? Du hast einen Sarg? Ich habe einen Sarg. Okay. Hi. Und da kommen Gegner raus. Jetzt nicht mehr. Alter, das sind ja drei Mammons. Das ist bestimmt nur ein Trick. Fall nicht da drauf rein. Zu spät. Boah. Alter, was ist denn das hier für ein Ding, du? Ich glaube, da kommt... Oh shit, ich bin down. Oh, ja. Danke. Ja, ich auch fast. Okay, ich komme hier nur rein. Ach, geht echt nur, wenn es... So, du kleine Snitch, jetzt reicht's. Wo ist er? Sie sind unaufhaltbar. Töte die Ratte einfach. Keine Ahnung. Gut, wer von euch Ratten will zuerst sterben? Ja, fünf. Wer ist denn jetzt hier der Echte? Nee. Bist du down? Hä? Was ist los? Er ist besiegt. Keine Münztricks mehr. Was plant Lucifer? Rede, du kleiner Scheißer. Vielleicht verschonen wir dein Leben. Lucifer hat mir Schätze gezeigt. Größer als alles in dieser Welt. Eure Drohung bedeutet gar nichts. Er wollte wohl nicht reden. Schade. Du hättest ihn eh nicht verschont. Tja, aber ein Versuch war's wert. Was ist mit all dem Zeug? Lass es. Samael weiß jetzt von diesem Ort. Hier muss genug sein, um seine Armee 10-mal neu aufzustellen. Können wir damit leben? Tja. Na schön, gehen wir. Aber ein Souvenir nehme ich mit. Oh. Oh, das arme Pferd. Mammon. Der ganz schön scheiße war. Ich kann es nicht einsammeln. Gewährt jeweils zwei Gesundheit mehr und Zornkugeln, okay. Oh. Ja, ja, das Problem ist, ich kriege halt gar nicht genug Artefakte, um da hinzukommen. Ich brauche eine normale Kugel. Also ich habe drei das Stück, habe ich aktiviert. Von den gelben.
Ja, ich auch. Aber mehr halt nicht, weil ich keine lila Kugeln hab. Nee, ich hab 4 von den gelben. Echt? Hm. Hä? Keine Ahnung. Ich kann nur 3 machen. Na gut. Ach, ja, ich kann auch noch eine machen. Aber ich hatte nicht das Richtige dafür. Aber theoretisch kann ich auch noch. Aber da kommt bestimmt noch was. Na, sicher. Das war ein krass langes Kapitel. Nein, ich war... Also warst du noch nicht fertig? Nee. Was hast du denn gemacht? Ich war gerade noch in dem Kernmenü. Ach. Macht nichts. Ja, gut. Kannst du jetzt nochmal machen. Ja. Neue Gegenstände? Huh. Habe ich da neue Gegenstände gehört? Was hat die denn jetzt? Langsam. Ja, bestimmt für die Chaos. Oh, Alter. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt haben wir aber nicht mehr genug Punkte. Oh. Wartet Wars Wyvern Odem auf, damit er vor dem Auftrag... Was ist das denn, Alter? Was erhöht Strives Feuertempo? Verlängert die Dauer der Superserie um 15%. Lädt die Superserie 10% schneller auf. Erhöht Strives Kugelschaden, wenn die Superserie... Jetzt muss ich gucken, was Wolgrim hat. Der hat doch bestimmt irgendwas für den Zorn oder so. Also für die Chaos-Kacke da. Jetzt sind wir noch unten. Ja, ja. Er hat hier wieder einen Trickschlüssel. Ah, der hat noch neue Gesundheitsfragmente. Findet ihr unser Arrangement ebenso einträglich? Jetzt muss ich mich entscheiden. Ich finde Gesundheit schon nicht unwichtig. Ja, aber Damage ist auch cool. Das ist richtig. Vampirrune? Teilt Schaden aus und zieht gegen die Gesundheit. Oh. LOL. Erzeugt ein Gravitationsfeld, das Gegner einzieht, kann bis zu 3-mal für mehr Reichweite und längere Dauer aufgeladen werden. Superserie erzeugt ein voll aufgeladenes Gravitationsfeld, explodiert beim Erlöschen. Ja. Statikschuss. Tja, was nimmt man da? Ja, ich habe jetzt eh keine mehr. Ich handle immer gerne. Oh, der hat neue Kerne, glaube ich. Ja, ihr wart beschäftigt. Nee, ich glaube, alles, was wir finden, kriegt ihr als Kern. Ah, könnte ja. Mammon hat er aber nicht. Ja, gut, das sind wahrscheinlich so einzigartige. Die kannst du ja auch nicht hochleveln. Reiter? Keine Ahnung. Einfach den Drachen Odem, was auch immer das ist. Irgendwas Cooles. Ach doch, man kann Mammon doch aufleveln. Gott knows, Frau. Nein! Kann ich mir das Gesundheitsding nicht mehr kaufen. Dann kann noch einmal mit ihm reden und dann ich ins Bett. Nur noch ein paar Seelen. Warte. Was kostet denn das Gesundheitsding? 2,5. Also, Mammon ist nicht mehr. Ja, aber easy. Gut gemacht, Reiter. Wir sind nicht deine Henker. Mammons Tod war unvermeidbar. Ja, mir ist der Finger ausgerutscht. Der Dämon bekämpfte uns mit Waffen, die aus Eden geraubt wurden. Unser Verdacht hat sich bestätigt. Lucifer war dort. Mammon und ich waren Rivalen. Ich kann nicht leugnen, dass die Nachricht von seinem tragischen Schicksal mich erfreut.
Lasst mich euch entlohnen. Wulgrim hat Luzifers Macht weiterverfolgt. Offenbar hat er noch einen Meister aufgesucht. Gib uns einen Namen. Unser Arrangement sagt euch noch zu? Ihr hattet doch angedeutet, es wäre nicht von Dauer. Wir haben uns schon die Hände schmutzig gemacht. Wozu sie jetzt waschen? Ein wahres Wort. Luzifers neuester Verbündeter ist Belial, der Verderber. Sein Reich ist schwer zu erreichen. Doch sprecht mit Vulgrim. Er kennt sicher einen Weg. Okay, jetzt sind wir bei Diablo. Warum? Ja. Was er wohl dafür verlangt? Man weiß es nicht. Schon Sex. Das kann sein. Ja. Sehr gut. Ihr da? Ich habe die Pfade zu Belials Reich ausgearbeitet. Doch ich habe noch eine Bitte. Was für eine Überraschung. Was brauchst du? Sagt, Reiter, kennt ihr die Arena? Meinst du das Höllenloch, in dem man fast bis zum Tod kämpft, unvorstellbare Schmerzen erleidet und dann vielleicht, nur vielleicht, mit dem Leben und einem Preis davonkommt? Ja? War noch nie da. Aber wie? Anscheinend haben die Arena-Meister einen seltenen Talisman, mit dem ich schneller die Pfade finde, die ich brauche. Die Narren kennen seinen Wert nicht und setzen ihn als Preis aus. Bringt mir den Talisman, dann ermögliche ich euch die Reise in Belials Reich. Das könnte lustig werden. Ausnahmsweise stimme ich dir dazu, aber wir sollten uns beeilen. Das könnte tatsächlich witzig werden. Neuer Arena-Grad freigeschaltet. Wir hatten einen alten Arena-Grad, okay. Ja, das haben wir neu. Ist ja krass. Ja. Kann man... Verstehe ich nicht. Warte mal. Die Arena kann durch das Schlangenloch erreicht werden. Schlangenloch. Schlangenloch.